Zweifellos wird dieser Film vielen von euch dumm erscheinen, weil in Kriegszeiten keiner von euch ohne Waffen ausgehen wird. Wenn es dennoch passieren sollte, zu schade. Ich will euch daher nur die Möglichkeit zeigen, wie ihr aus irgendeinem Schlamassel herauskommen könnt. Selbst der Durchschnittsstudent kann diese Taktik in kurzer Zeit erlernen. Berufsmäßiges Boxen oder Judo-Fechten kommen hier nicht in Betracht. Wenn du erwischt wirst, ist es zu spät. Du bist erledigt, wenn du nicht schnellster Angreifer wirst. Nur Straßenfechten von der rohesten Sorte, von der niedrigsten Art, gewöhnlichstes Rauchen, alles und jeder Trick ist erlaubt. Es geht um dein Leben. Hier sind deine Waffen. Die Klaue des Tigers. Deine Handkante. Der Stoß zu und unter das Kinn und der Stoß mit dem Fuß. Nun brauche ich einen Gegner. Du bist gerade recht. Komm hier. Die Klaue des Tigers. Ist das nicht ein wundervoller Name? Die Finger gespreizt und steif, das Handgelenk und die ganze Hand gespannt zum Äußersten. Stoße deine Finger direkt in die Augen deines Gegners. Übe dies. Nimm deine linke Hand als deinen Gegner, unterstütze jeden Stoß oder Schlag mit deinem vollen Körpergewicht. Führe deinen Gegner in jeder denklichen Weise irre. Mache ihn glauben, du bist hilflos. Plötzlich gebrauche des Tigers Klaue. Konzentriere mit großer Gewalt. Wenn du nahe genug an deinem Gegner bist, gebrauche den Stoß zu seinem Kinn. Der Stoß mit voller Kraft. Das ist ein sehr guter Trick. Stoße die Innenfläche deiner Hand gegen deines Gegners Kinn. Unterstütze diesen Stoß mit deinem Arme, deiner Handwurzel und deinem vollen Eigengewicht und bohre zur selben Zeit wieder deine ausgespreizten Finger in die Augen deines Gegners. Das ist 100% Erfolg. Mehr Effekte als ein Stoß mit der Faust und benötigt nur wenige Zentimeter Bewegungen. Kurz. So. Und so. Und so. Dies ist die Kante für den Schlag mit der Hand. Haue mit einem kräftigen Schwung deiner Handkante auf deines Gegners Vorderarmknochen, gerade so, als ob du ein scharfes Messer gebrauchen würdest. Halte deine Finger steif und gerade, den Daumen aufrecht und gespannt. Haue zu mit dem Teil deiner Hand, welcher sich zwischen dem Ende des kleinen Fingers und dem Handgelenk befindet. Gebrauche roheste Kraft und Energie. Das wirkt wie Dynamite. Versuche es an dir selbst. Aber sei vorsichtig. Auch das schnelle, kraftvolle Schwingen deiner Ellbogen gegen deinen Gegner ist eine sehr wirksame Verteidigung. Wenn dein Gegner von vorne, von der Seite oder von hinten angreift, wenn du ihn mit deinem Arm erreichen kannst, macht das keinen Unterschied. Wenn er dich an deinen Kleidern anpackt, schlage ihn mit der Handkante scharf, messergleich auf seinen Vorderarm. Du brichst seinen Arm schnell und sicher. Wenn du ihn an seinem Kopf angreifen willst, schlage ihn entweder mit der Kante deiner Hand an seinen Hals oder in sein Gesicht. Versuche es wieder an dir selbst, aber sei vorsichtig wiederum. Ein Schlag ein paar Zentimeter unter seinem Adamsapfel wird ihn töten. Ein Angriff hier herum wird ihn schnellstens erledigen. Die gezeigten Stöße und Hiebe sind viel mehr effektvoll, wenn du sie vereinigst mit einem kräftigen und heftigen Tritt auf den Fuß deines Gegners. Der starke, rohe Angriff unterliegt keinen Regeln. Gebrauche rücksichtslos Hände und Füße. Überrasche deinen Gegner mit einem gesunden Fußstoß.
Wenn du es übst, halte deine Füße ungefähr immer einen Viertelmeter auseinander. Setze deinen rechten Fuß nach innen. So. Schlage deinen Gegner heftig gegen sein Schienbein. Rutsche mit an seinem Schienbein herunter und trete mit deinem ganzen Körpergewicht auf seinen Oberfuß. Beim chinesischen Boxen sind alle Arten von Fußtritten erlaubt. Von der Hüfte herunter. Die beste Kombination für einen Angriff ist ein heftiger Tritt mit dem Fuß und ein ebenso heftiger Schlag und Hieb mit der Hand. Irgendwelche feste Regeln gibt es hier nicht. Umstände bestimmen alles, wo du deinen Gegner triffst, auf der Straße oder auf dem Gelände. Greife ihn an, bedenke immer, überrasche deinen Gegner jede Sekunde aufs Neue. Greife ihn ohne Unterbrechung an, vertraue in deine Fähigkeiten, denke nicht lange nach. Und wenn du ihn erwischen kannst, trete gleichzeitig mit voller Gewalt auf seinen Fuß und breche alle seine Knochen in seinem Oberfuß. Ja, aber wirst du fragen, was wird mein Gegner alles zur selben Zeit tun? Das gerade ist es. Gib ihm nicht die entfernteste Gelegenheit. Angenommen, dein Gegner ist ein ausgezeichneter Ringer. Wenn er zuerst angreift, wenn er mit einem doppelten Nelson mich umklammert, bin ich verloren. Er kann mir mein Genick brechen, ich weiß. Wenn ich ihm die Initiative überlasse, muss ich unter seinen Bedingungen kämpfen. Alles, was ich mich fragen kann, ist, wie kann ich mich seiner besonderen Fähigkeit messen? Du bist bereits in einer Klemme. Um Himmels Willen, gib deinem Gegner keinen weiteren Vorteil. Schätze deinen Gegner mit einem einzigen Blick ab und greife ihn sofort an. Bedenke immer, sie haben dich gefasst. Unbewaffnet. Du musst sofort angreifen oder versuchen, in der Verwirrung davonzukommen. Die bloße Verteidigung ist von Nachteil für dich. Greife an mit Schlägen und Stößen. Wenn du dich nur verteidigst, hast du im Augenblick auch nicht dein Gleichgewicht. Sieh, was ich meine. Ohne Gleichgewicht. So, dann hebe mich auf. So, jetzt setze mich nieder. So, versuche es jetzt. So, nun bohre den ausgestreckten Daumen deiner Hand tief in den Hals deines Gegners. Drücke seine Nase nach oben, sein Kopf fällt zurück oder reiße seinen Kopf zurück, indem du ihm an seinem Ohr ziehst. So, praktischen Wert natürlich haben diese Kniffe nicht. Aber sie zeigen dir, was passieren kann, wenn du deinen Gegner nicht im Gleichgewicht hast. Bloße Verteidigung ist nicht gut. Gut, gut, du bist erledigt. Nun zu einem anderen Problem. Angenommen, du denkst, dein Gegner wäre ein Boxer, der dich nicht leicht erledigen kann. Und das wäre richtig, vorausgesetzt, er greift zuerst an. Er überrumpelte dich mit seinem ersten Stoß. Die Antwort darauf ist, greife zuerst an, überrasche ihn zuerst und völlig. Wenn du einen Boxer als Gegner hast, stoße zuerst mit deinen Beinen, mit deinen Füßen. Schlage heftig gegen sein Schienbein. Trete mit einem vollen Gewicht auf seinen Oberfuß. Breche alle die kleinen Knochen seines Fußes. Das ist das Richtige. Nun fragst du wahrscheinlich auch, was kann ich mit einem Judo-Expert tun? Habe keine Angst. Der Judo-Kämpfer Zuversicht liegt nur in seinem Selbstvertrauen. Er glaubt, du hast Angst vor ihm. Die alte Geschichte. Springe als Erster an deinen Gegner. Gib ihm die feine Kombination, die Tigersklaue und gleichzeitig den Fußstoß. Du musst angreifen oder du bist verloren. Du bist verloren, wenn du dich angreifen lässt. Der Grundgedanke ist immer dasselbe. Unter keinen Umständen lasse ihn Hand an dich legen. Wenn er dich beim Handgelenk fassen will, gebrauche sofort deine Füße und stoße ihn in die Augen. Befreie dich und gehe sofort zum Angriff über. Selbst mit beiden Händen kann er deinen Arm nicht halten, wenn du in der Richtung seiner Daumen mit der anderen Hand dich aus seiner Umklammerung herausdrehst. Du kannst so auch schnell seine Daumen brechen. Fürchte dich auch nicht,
wenn dein Gegner dich an einer Kehle packt. Geh einfach ein paar Schritte zurück und du bist frei. Und dann greife deinen Gegner nachher auch sofort an. Martin. Vergiss alles. Lass mich auf meine eigenen Füße wiederkommen. Wenn du dich von des Bärs Umarmung befreien willst, falle zusammen wie ein leerer Sack und reiche nach den Hoden deines Gegners. Quetsche seine Eier, brich seinen Schwanz. Er wird dich schnell, sehr schnell loslassen. Stütze deinen linken Arm auf seinen linken Vorderarm und drücke seinen Arm nach unten. Im selben Moment gleite nach unten aus seinem Halt heraus und ergreife sofort seinen Arm. Zerre ihn gegen den Boden. Gib seinen Arm mehrere Rucke, kurz und energisch, so. Dabei wirst du seinen Arm brechen und der Ruck erzeugt eine kleine Gehirnerschütterung. Das macht ihn unfähig, dich überhaupt anzugreifen. Eines bedenke immer, verlege dein Schwergewicht auf deine Vorderfüße und Zehen. Auf diese Weise wirst du das meiste in deine Stöße und Schläge legen können. Verliere niemals dein Gleichgewicht. Denke immer, wie dumm es war, ohne Waffen auszugehen. Aber der Film zeigte dir, entwaffnet oder unbewaffnet erwischt, ist lange noch nicht verloren. Der Angriff ist immer die beste Verteidigung. Gebrauche des Tigers Klaue, den Hieb mit der Kante deiner Hand, den Stoß an das Kinn und den Stoß mit dem Fuß. Überrasche deinen Gegner. Jede Minute greife ihn an, mit aller Gewalt, mit deiner ganzen Stärke, mit der rohesten Kraft. Und mit deiner Hand den Stoß an das Kinn und den Stoß an den Fuß. Überrasche deinen Gegner. Jede Minute greife ihn an, mit aller Gewalt, mit deiner ganzen Stärke, mit der rohesten Kraft. Und take it.